Groß war der Ansturm beim Arbeiterkammer-Infotag zum Thema Pflege. Egal, ob man selbst alt ist oder Eltern zu pflegen hat, jeder kann in die Situation kommen, Pflegehilfe zu brauchen. Die Angebote hierbei sind vielfältig. Worum geht es der Arbeiterkammer? Es geht darum, den Menschen jenes Thema, das in der immer älter werdenden Bevölkerung immer mehr an Präsenz gewinnt, eine Plattform zu bieten, um ausreichend die gesetzlichen Grundlagen und die entsprechenden Persönlichkeiten und Strukturen zur Hand zu bekommen und über unsere Expertenschiene auch die nötige Qualifikation zu erlangen, um eventuell Herausforderungen, die sie selbst betreffen könnten, ihre Angehörigen oder ihre Bekannten entsprechend zu unterstützen. Ich glaube, dass wir immer älter werden und als solches natürlich auch der Bedarf an Betreuung und Pflege in unserer Gesellschaft steigt. Und man sieht das Interesse, es sind ganz, ganz viele Menschen da. Also insofern ist die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und nach Informationen rund um das Thema Betreuung und Pflege sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich ein Grund, dass wir auch als Caritas uns gern bereit erklärt haben, hier einen Informationstisch auch aufzustellen, zu betreiben und stehen da mit unseren Kolleginnen und Kollegen für Fragen zur Verfügung. Das Wichtigste für die Volkshilfe ist, dass wir den Menschen draußen mitteilen können, dass für uns die oberste Priorität, die wir haben, die Kunden so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden betreuen können. Es gibt finanzielle Hilfen vom Staat und verschiedenste Organisationen, die Pflegedienste anbieten. Hier möchte die Arbeiterkammer einen Überblick verschaffen und Betroffene mit dem Thema nicht alleine lassen.